So, auf ein neues. Bildschirm ist wieder gefüllt. Mit mir. Ach ja, liebes Facebook, lass mich wieder finden. So. Wie kann das mit der Technik in diesem Jahr noch besser werden? Ich sehe, Zuschauer sind noch mal da. Klappt das jetzt? Ton habe ich keinen. Ach ja. So, jetzt klappt es aber, oder? Mich zu sehen und zu hören? Yes. Okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt haben wir die Technik wieder. Ich bin noch mal da. Leeres Bild ist weg. Ich bin wieder da. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. So. Kleine Panne. Das ist ja schon interessant. Facebook hat jetzt erkannt, dass da keine Aktivität war vor der Kamera. Kein Sprechen, kein Geräusch, anscheinend gar nichts, während ich versucht habe, da Strom zu aktivieren für den Laptop. Und dann kam irgendeine Meldung, keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen wirklich, wegen Inaktivität und zur Sicherheit der Zuschauer oder keine Ahnung was, wird das jetzt mal dann eben geschlossen. Und dann habe ich jetzt versucht, das zu aktivieren. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist mir gelungen. Ihr Lieben, schön, dass ihr auch wieder da seid, dass ihr mich auch noch mal gefunden habt. Und ja, zunächst mal ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich dir. Ein wunderschönes neues Jahr. Aus ganzem Herzen. Mit dem Erfolg, mit dem Weiterkommen. Mit all den Dingen, die du dir wirklich wünschst, die du dir, ups, die du dir vielleicht auch schon für 2021 vorgenommen hast und die jetzt in diesem Jahr wirklich mal zu deiner Lebenswirklichkeit, zu deiner Realität werden dürfen. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen für dich, für deine Lieben, für deine Familie, für die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen. Ja, und auch in diesem Jahr gilt, kleiner Reminder, fürs neue Jahr, deine Gefühle sind immer das Ergebnis deiner Gedanken und damit auch entscheidend für deine Lebenswirklichkeit. Nichts und niemand anderes, auch wenn die jetzige besondere Zeitqualität, die wir haben, vielleicht noch eine größere, ja, Herausforderung oder Challenge dazu ist, aber nichts und niemand anderes erschafft sich die eigene Lebenswirklichkeit. So wie ich mir meine Lebenswirklichkeit erschaffe, so kannst auch du dir deine Lebenswirklichkeit erschaffen. Und um mal so ein bisschen besseres Verständnis für diesen, ja, ich nenne es mal, schöpferischen Prozess zu haben. Ist ja alles eine große Energie, wir alle sind ein Teil dieser großen Energie. Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, dir wirklich erlauben würde, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen? Wirklich die Verantwortung auch für dein Leben zu übernehmen. Bei Wahrheit, wir alle haben einen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper.
Wir alle, also auch du, sind nun endlich große Wesen. Einen Körper eingenommen haben. Aber in Wahrheit sind wir alle unendlich große Wesen, Energiewesen. Und jetzt lausch mal in dich hinein. Wie viel mehr weißt du selbst? Wie viel mehr an Weisheit und Wissen ist in dir verborgen, als du es dir bis eben eingestehst? Und wie viel Einfluss haben bis eben die Gedanken von anderen Menschen auf dich, sei es resultierend noch aus der Kinderstube, aus der Schulzeit, aus der Lehrzeit, aus Erfahrungen, sei es aus früherem Leben, woher auch immer es kommt. Und wie viel denkst du inzwischen sogar in den Gedanken von anderen Menschen? Und daraus ist die jetzige Lebenswirklichkeit, sind jetzige Resultate entstanden. Darf ich dich dazu einladen, dir das mal bewusst zu machen und dich einfach damit auch mal dem Gedanken zu öffnen, was für ein unendlich großes Wesen du in Wahrheit bist. Und was wir nie gelernt haben, und das ist keine Elternschelde, Eltern wussten es ja auch nicht besser, was wir nie gelernt haben, ist die leise Sprache unserer Seele wirklich wahrzunehmen, zu erkennen, ihr zu folgen, auf unser Herz zu lauschen, das eine viel größere Weisheit und Klarheit und Wahrheit hat, Entschuldigung, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Da kommt unser Verstand, unser Denken, unser Gehirn mit der Weisheit des Herzens, mit unserer Seele nicht mit. Darf ich dich dem Gedanken öffnen? Darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen? Was für eine einzigartig wunderbare Persönlichkeit du bist und all die Dinge, die du bis eben noch geglaubt hast, die deine sind, nochmal zurückzuschicken ins letzte Jahr, zum Absender, ins Universum, wohin auch immer. Zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Und darf ich dich auch mal dazu einladen, deiner Seele jetzt zum neuen Jahr, wenn du möchtest, mal ein Versprechen abzugeben, dass du ihr in diesem Jahr hier wirklich folgst. Dass du in diesem Jahr wirklich deiner Seele folgst. Dass du in Kommunikation mit deiner Seele, mit dem Universum, mit deinem Higher Self, deinem höheren Selbst, welchen Namen du dieser Instanz auch immer geben möchtest. Mein Begriff ist da gerne Seele und Universum, weil das, du kannst auch Gott nehmen. Nur Gott hat oftmals so ein bisschen religiös, eine religiöse Behaftung, deshalb nutze ich lieber den Ausdruck Seele und Universum. Wie viel mehr kannst du jetzt wirklich dich heute vielleicht dazu entscheiden, in Einklang mit dir selbst, mit deiner Seele, mit deinem Herzen zu kommen und in die Zwiegespräche zu kommen mit dem Universum in deiner Seele und so auch wirklich deiner inneren Weisheit zu folgen. Vielleicht auch, damit deine Seele dir künftig keine Botschaften mehr schicken muss über den Körper oder braucht, in Form von Disharmonien, in Form von, nenn es auch gerne Krankheitssymptom, ich nenne es lieber Disharmonien. Und wie viele Gewohnheiten kannst du jetzt im neuen Jahr? Lass einfach mal so diese Energie auf dich wirken, wenn ich so in dieser Frageform dir das jetzt hier weitergebe. Dann deshalb, um dich auch dazu einzuladen, dich einfach mal darauf einzulassen, meinen Worten hier zu lauschen. Auch um mal aus dem Kopf herauszukommen und wirklich mal deine Seele, dein Herz wahrzunehmen.
Und wie viele Gewohnheiten kannst du jetzt tatsächlich, die aus dem bisherigen entstanden sind, weil du reagiert hast, statt zu agieren, so wie du selbst es wirklich möchtest, jetzt wirklich loslassen, auch nochmal. Und du musst jetzt auch nicht wissen, welche Gewohnheiten, Prägungen, Muster, Glaubenssätze, was auch immer das ist. Bitte jetzt nicht auf Suche gehen. Du darfst es dir einfach machen. Du darfst es dir leicht machen. Darf ich dich dazu einladen, dass es jetzt in diesem Jahr leicht für dich gehen darf? Darf ich dich dazu einladen, es dir auch ganz explizit zu erlauben, es dir jetzt in diesem Jahr leichter und einfacher zu machen? Und all die Gewohnheiten, die dir kein Beitrag mehr sind, einfach jetzt mal loszulassen, zurückzuschicken. Stell dir vor, sie entschwinden jetzt ins Universum. Und das Universum weiß einfach, wohin damit. Weil deine Gedanken, unsere Gedanken sind so viel mehr machtvolle Schöpfer. Da kommt unser süßes Köpfchen, unser Denker, unser Spatzenhirn, um es mal so auszudrücken, nicht mehr mit. Wir alle sind so machtvolle Schöpfer. Und auch deine Worte haben viel mehr Macht und deine Gedanken ebenso, als du es dir bis eben vielleicht eingestanden hast. Und jetzt atme mal, nimm das mal wahr. Und aus deinen Gedanken und Gewohnheiten resultieren deine Handlungen und Taten. Und alles fängt irgendwo mal klein an. Und je mehr Aufmerksamkeit du den Dingen schenkst, da wo der Fokus ist, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst, umso größer können sie werden. Deshalb darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du ab heute, ab jetzt, und das ist so, so wichtig, beginnst dir wirklich, und das ist ein Training, das ist eine Übung, dir in jedem Augenblick darüber im Klaren zu sein, welche Absicht du hast, welche Intention du hast, was du selbst eigentlich wirklich willst. Eine zentrale Frage, die du dir nicht oft genug stellen kannst. Was will ich selbst eigentlich wirklich? Darüber darfst du dir, oder ich benutze das Wörtchen muss ja nicht gerne, aber in dem Fall hier muss ich es einfach benutzen. Darüber musst du dir im Klaren sein, dass du selbst, ohne diese ganzen Gedanken, Prägungen, Muster und was auch immer es ist, ohne da jetzt nochmal drin rumzuwühlen, du selbst in deiner wahren Größe, die du tatsächlich bist, dein unendlich großes Wesen wirklich möchtest, ohne Wenn und Aber, ohne Begrenzungen, ohne Beurteilung, ohne Verurteilung. Was wäre, wenn in diesem Jahr wirklich alles für dich möglich wäre? Welche neuen Entscheidungen kannst du dann jetzt in diesem Moment hier treffen? Nochmal, ich lade dich gerne dazu ein, dir im Klaren zu sein, was du selbst wirklich möchtest, ohne das, was du von irgendwo sonst aufgenommen hast. Was entspricht wirklich dir selbst, deinem Seelenplan, dem wahren Sinn deines Lebens, deinem, ja, ich nenne es mal, göttlichen Kern ohne religiöse Behaftung? Und wie sehr kannst du dann in diesem Jahr wirklich dem Ruf deiner Seele folgen und ganz, ganz großartige Dinge entstehen lassen, die im Feld vorbereitet sind? Wir alle kommen aus der gleichen Quelle. Wir alle kommen aus der gleichen Quelle, aus dem Licht und aus der Liebe. Und alles, was wir hier im Außen vorfinden, sei es an Religionen oder Institutionen, was auch immer, ist alles aus Menschenhand erschaffen. Und solange wir selbst uns nicht erlauben,
diese Entscheidung zu treffen, wirklich dem Ruf unserer Seele zu folgen. Solange haben wir, wenn auch unbewusst, eine Entscheidung getroffen, die uns nicht dorthin führt, wo wir eigentlich hinwollen. In das freie, selbstbestimmte Leben, wie auch immer das für dich ausschaut, was du haben möchtest. Das heißt mit anderen Worten, wie viel mehr kannst du ab heute dich den Gedanken öffnen, dass du die Macht, die Größe, die Kraft, die Energie, dass alles in dir verborgen ist, was es braucht, um wirklich die Kontrolle über dein Leben selbst zu übernehmen. Darf ich dich dazu einladen, mal wirklich diesen Gedanken jetzt in dir wirken zu lassen? Wie viel mehr an Macht, Größe, Stärke, Kraft und Energie ist tatsächlich in dir verborgen? Und wie wäre es so, im neuen Jahr ganz großartige Dinge entstehen zu lassen? Wie wäre es, im neuen Jahr etwas zu erschaffen, die Dinge zu erschaffen, die du selbst wirklich möchtest, ohne geschafft zu sein? Kleines Wortspiel. Wie wäre es, im neuen Jahr etwas zu erschaffen, ohne geschafft zu sein? Weil sobald du beginnst, deinem Herzen, deiner Seele zu folgen, das setzt so, so viel Energie frei, was zunächst mal unangenehm oder unbequem ist, die Entscheidung dafür zu treffen und dann loszugehen. Weil damit erweiterst du ja deine Komfortzone, du verlässt ja dein gewohntes Terrain. Das ist das, wo das Gehirn dann keine Referenzpunkte hat und sich so seltsam komisch anfühlt und viele, viele Menschen den Fehler machen, aber dazu gehörst du nicht. Viele, viele Menschen den Fehler machen, gerade auch viele so aus dem esoterischen Bereich. Das fühlt sich jetzt unangenehm an, das ist jetzt irgendwie, ist doch nicht mein Ding. Wenn es meins wäre, wird es ganz leicht gehen. Das ist ein Trugschluss. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dahin hinein entspannen möchtest in das Leben, das du selbst wirklich möchtest, dann ist das zunächst mal unangenehm und fühlt sich ein bisschen seltsam auch an. Vielleicht kommen sogar eine Art von Ängsten auf, weil das Stammhirn einfach rebelliert. Aber nur da ist dein Potenzial, dein wahres Potenzial, deine Gaben, deine Stärken, deine Kraft, deine Energie. Und das ist damit gemeint. Sobald du in deine ganz ureigene, wahrhaftige Energie kommst, die du in Wahrheit bist, kannst du Dinge erschaffen, ohne geschafft zu sein. Weil du daraus einfach so, so viel Energie ständig schöpfst, dass du quasi nie mehr energielos sein kannst. Heißt nicht, dass du mal müde bist und dass du keinen Schlaf mehr brauchst. Brauchen wir alle. Aber abends zu Bett gehst mit einem Lächeln im Gesicht, glücklich und erfüllt auf diesen Tag und sagst, wow, das habe ich heute alles erschaffen und geschaffen. Wie sehr bin ich heute meiner Intuition gefolgt? Wie sehr habe ich heute meine eigene Wahrheit gelebt, wahrhaftig meine eigene Wahrheit gelebt, meine Botschaft da draußen mit der Welt geteilt? Und wie sehr war ich heute ich selbst? Fühl da mal hinein. Und du künftig mit diesem Lächeln abends zu Bett gehst. Und atme. Und jetzt lade ich dich ein, auch mal eine kleine Meditation mitzumachen. Schließ mal gern deine Augen, wenn du möchtest. Und mit dem Augenschließen gerne auch mal ausatmen. Lass deinen Körper mal zur Ruhe kommen, mal ganz präsent ins Hier und ins Jetzt kommen. Nimm mal deinen Körper wahr, nimm mal ganz liebevoll deinen Körper wahr und atme. Und mit jedem Ausatmen lass auch gerne mal deine Schultern sinken.
Lass mal alle Anspannungen los. Und nochmal ausatmen. Du kannst das auch gerne mit so einem Stoßseufzer machen. Fahr mal alle Barrieren auch runter, die du aufgebaut hast. Alle energetischen Mauern, alle Schranken. Fahr mal alles runter. Stell dir einfach mal vor, du kannst jetzt alles mal runterfahren in Mutter Erde. Du musst nicht wissen, wie, einfach mal machen. Und alles an Druck, an Last, lass das auch mal gleichzeitig auch mal mit absinken in Mutter Erde. Alle Bewertungen, alle Verurteilungen, alle Begrenzungen, alle Schlussfolgerungen, all die Dinge, wo du eben noch die Auffassung hast, dass irgendetwas unperfekt an dir ist. Und du Angst hast, einfach so zu sein, wie du bist. Lass alles mal runter in Mutter Erde. Und atme. Sei mit deiner Aufmerksamkeit mal ganz bei dir, ganz bei dir selbst, bei deinem Körper. Und jetzt schalten wir noch einmal den Turbo ein, um wirklich alles loszulassen, was nicht zu dir gehört. Alle Begrenzungen, alles das, was dir nicht mehr dienlich ist. Ohne danach zu suchen, bitte. Du kannst dir auch gerne vorstellen, wie du unter einer Dusche stehst, oder vielleicht in einem kühlen, klaren Quellsee stehst oder badest im Meer, in einem See. Kannst du auch vorstellen, wie eine goldene Schale vor deinem geistigen Auge ist und du da alles hineingibst. Alles das, was dir nicht mehr dienlich ist oder wie es mit der Dusche, mit dem Wasser abgewaschen ist. Abgewaschen wird, abgewaschen ist. Und atme. Nimm nochmal Kontakt auf mit deinem Körper. Er ist der Tempel deiner Seele. Sei ganz präsent. Sei ganz präsent im Hier und im Jetzt. Nimm deinen Körper wahr. Und ich lade dich auch ein, dich nochmal dem Gedanken zu öffnen, dass du in Wahrheit ein unendlich großes Wesen bist. Und dann lade ich dich ein, dich mal auszudehnen in alle Richtungen. In das unendlich große Wesen, das du in Wahrheit bist. Nimm zunächst mal den Raum, in dem du dich gerade befindest, in deiner ganzen Präsenz ein. Nimm den Raum, in dem du dich befindest, du musst nicht wissen, wie, einfach mal machen. Wie unperfekt kannst du das jetzt machen? Nimm den Raum, in dem du dich befindest, mal mit deiner ganzen Präsenz ein. Und dehn dich auch gerne darüber hinaus aus. Nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, in alle Richtungen. In diese unendliche Weite des Universums, einfach ausdehnen in alle Richtungen, in deine unendliche Größe, die du in Wahrheit bist, die sichtbar für dein Auge ist in diesem Körper, den du eingenommen hast. Dehn dich aus, noch mehr, noch weiter, in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Das Universum, über alle Planeten hinaus, in alle Universen und noch weiter ausdehnen in alle Multiversen, unendlich groß. Und atme. Und spür mal nach, vielleicht kannst du nachfühlen, wie sich das jetzt anfühlt. So in deiner wahren und endlichen Größe zu sein.
dann lade ich dich ein, mal mit mir gemeinsam jetzt etwas ganz Magisches entstehen zu lassen. Stell dir mal vor, du stehst in einem goldenen Licht. Als Ausdruck von göttlicher Liebe, göttlichem Licht, als Ausdruck der Quelle allen Seins, als Ausdruck des Lichtes und der Liebe, da, wo wir alle, also auch du, herkommst. Stell dir mal vor, du stehst in diesem goldenen Licht. Du kannst dir gerne eine Lichtkugel vorstellen oder auch ein Lichtei, in dem du bist, in einer großen Lichtsäule, in einem großen Lichtei. Nimm das als Metapher, was sich für dich jetzt am stimmigsten anfühlt. Und stell dir mal vor, wie du jetzt beginnst, dieses goldene Licht einzuatmen und wieder auszuatmen. Ganz in deinem eigenen Rhythmus. Einatmen und ausatmen. Stell dir vor, du atmest dieses goldene Licht ein und wieder aus. Dann lade ich dich ein, deinen Atemstrom mal etwas tiefer werden zu lassen, mal etwas tiefer und genüsslicher werden zu lassen. Atme mal etwas tiefer und genüsslicher dieses goldene Licht ein und erlaube diesem goldenen Licht mal ganz bewusst deinen gesamten physischen Körper zu durchfluten, zu durchpulsen. Alle Zellen, alle Organe werden durchflutet und durchpulst. Ich lade dich auch ein, dich den Gedanken zu öffnen, dass du jetzt auch die Entscheidung treffen kannst, dass insbesondere da, wo dieses Licht in deinem Körper, weil vielleicht eine Disharmonie da ist, ganz besonders hilfreich sein kann, das Licht auch speziell in diesen Bereich einströmen zu lassen. Atme tief und genüsslich dieses goldene Licht ein, sodass es sich in deinem gesamten physischen Körper ausbreiten kann, insbesondere auch an den Stellen, ja, wo noch ein paar Schatten sind, eine Disharmonie, wie auch immer man das nennen möchte. Alle Zellen und Organe dürfen durchflutet und durchpulst werden von diesem goldenen Licht. Du atmest. Und du weißt, dass dieses goldene Licht unendlich da ist, diese goldfarbene Energie unendlich für dich da ist, dass es keine Begrenzung da gibt. Und du bist so in diesem Licht, du bist einfach. Du bist jetzt einfach du selbst in diesem Licht. Und dehn dich mal weiter aus, und indem du dich weiter ausdehnst in diesem Licht, erlaube diesem Licht, diesem goldenen Licht auch über deinen physischen Körper hinaus zu strömen, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins und auch darüber hinaus ausdehnen. Und erlaube dir auch, dass es sich einfach gut anfühlt, dass eine Wärme sich ausbreitet, dass es einfach angenehm ist. Vielleicht mögen die Gefühle der Wärme, der Wohligkeit, der Geborgenheit sich noch weiter ausbreiten. Spür mal, wie gut sich das anfühlt. Und dehn dich nochmal aus. Stell dir weiter vor, du atmest dieses goldene Licht ein und mit jedem Ausatmen breitest du dich noch mehr aus, dehnst dich noch mehr aus in alle Richtungen. Mit dem Licht zusammen. Erlaub dir, dieses Licht anzunehmen, einzuatmen und dich mit jedem Ausatmen weiter auszudehnen. In alles, was ist. In alles, was ist. In alle Richtungen. Vielleicht kannst du dieses goldene Licht jetzt noch mehr spüren, noch mehr wahrnehmen. Und darf ich dich dazu einladen, dass dieses goldene Licht
nichts anderes ist als deine Seele, dein höheres Selbst, diese Energie, die du wirklich bist. Und ich lade dich jetzt dazu ein, das einfach mal zu spüren. Und während du spürst, dich noch weiter auszudehnen, über den Raum hinaus, noch weiter ausdehnen und spür mal dieses Licht, deine Seele, dein höheres Selbst, dein Higher Selbst. Und jetzt lade ich dich ein, auch mal diese unendliche, bedingungslose Liebe, die daran auch geknüpft ist, auch nochmal wahrzunehmen, zu spüren, anzunehmen. Diese bedingungslose, pure Liebe, diese Energie, erlaube ihr sie anzunehmen, auch einzuatmen, sich ausbreiten zu lassen, weiterfließen zu lassen. Wenn es dir vielleicht schwerfällt, diese Liebe wahrzunehmen, zu spüren, dann denk einfach an irgendetwas, ganz gleich an was, das du liebst, an irgendwas, das dir am Herzen liegt. Und dann lade ich dich einmal so dein Herz zu öffnen. Du kannst gerne mal deine Hände auf dein Herzchakra legen und lass dein Herz so einfach auch mal mit größer und größer werden. Du musst nicht wissen, wie es geht, einfach machen, weiter ausdehnen. Einfach weiter ausdehnen, über den Raum hinaus, in dem du dich befindest, das Dorf, die Stadt hinaus. Über alle Länder, über alle Grenzen. Wie wäre es, wenn es so für dich und deine Seele keine Grenzen gäbe, wenn du dich einfach weiter ausdehnen kannst in dieser unendlichen, bedingungslosen Liebe, die sich ausbreiten möchte, mit diesem Strahlen, das in dir ist, mit deiner eigenen Kraftquelle selbst, die jetzt mehr und mehr beginnen möchte zu sprudeln. In alle Richtungen, mit deinem wunderschönen, wahren Selbst, das du in Wahrheit bist, mit all deiner Liebe, mit all deiner Kraft, mit all deiner Stärke, mit all deiner Energie. Lass sie weiterfließen. Wie viel mehr kannst du jetzt dein Herz tatsächlich noch öffnen, dir selbst gegenüber und allem, was ist, den Menschen, der Welt, den Tieren, den Pflanzen. Und je mehr du davon jetzt empfängst, je mehr kannst du weiterfließen lassen. Du kannst gerne nochmal ein Turbo einschalten, dass noch mehr zu dir strömt und du so noch mehr von dieser Energie weiterfließen lassen kannst. Und mit jedem weiteren Annehmen und weiterfließen lassen wird dieses Gefühl der Liebe zu dir selbst und der Liebe zu allem, was ist, noch größer. Noch größer. Erlaube dir, dass es jetzt einfach so ist. Erlaube dir noch mehr von diesem göttlichen Licht, dieser bedingungslosen Liebe zu dir fließen zu lassen. Weiterfließen zu lassen. Und vielleicht kannst du sogar schon wahrnehmen, wie immer mehr auch zu dir wieder zurückfließt. Und wie du dich damit noch mehr ausdehnst. Mit deiner wahren, großen, bedingungslosen Liebe, mit deiner unendlich großen Seele, die du bist. Und darf ich dich auch dazu einladen, mal deine Liebe auch an all diejenigen oder die Dinge, die Situationen, was auch immer, weiterfließen zu lassen, was dir vielleicht nicht so wohlgesonnen ist. Verschenk auch deine Liebe, lass sie auch da überall hinfließen, an die Dinge, Themen, Menschen, was auch immer es ist, warum auch immer
der Dinge bis eben so wohlgesonnen sind, dass sie einfach mit vollen Händen weiterfließen, an alle Menschen, an alles, was ist und auch an dich selbst. Und spüre mal nochmal, wie es dich einhüllt, wie du in diesem Kokon, in diesem Lichtei, in dieser Lichtdusche jetzt in deiner wahren Größe, Kraft und Energie bist, wie du in der Energie der Liebe bist. Du selbst bist das. Wie viel mehr kannst du dir jetzt in diesem Moment selbst gewahr sein? Es ist deine Liebe. Und wie viel mehr kannst du jetzt dich selbst lieben? Jetzt genieß mal dieses Gefühl. Bleib mal in dieser Energie für ein paar Augenblicke noch. Und genieße. Genieße. Genieße diese Energien, die sich jetzt bei dir ausbreiten mögen, mit diesem goldenen Licht. Und nimm mal so drei Emotionen wahr, wie du dich gerade fühlst, sei es, dass es Geborgenheit ist, dass es Frieden ist, einfach nur Liebe ist, was auch immer, Freude, Leichtigkeit, was auch immer. Nimm mal so drei Emotionen wahr, was auch immer es für dich ist, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und atme und genieße. Und komm dann nochmal in deinem eigenen Tempo jetzt wieder zurück. Atme nochmal etwas bewusster. Atme nochmal etwas bewusster mit dem nächsten Ausatmen. Öffne mal deine Augen. Und schau mal irgendetwas an, was dir gerade jetzt ins Auge fällt. Sei es die Tasse, die vor dir steht, das Glas, die Flasche, ein Dekogegenstand, ein Bild, was auch immer es ist. Schau mal dieses, was dir gerade jetzt ins Auge fällt, an. Ganz gleich, was es ist. Gibt kein richtig, gibt kein falsch. Kann auch sein, dass du einfach nur aus dem Fenster rausschaust und die Bäume, sie ist die Natur. Und jetzt machen wir mal gern noch mal etwas Magisches. Gib diesem, was du gerade anschaust, mal die Energien von den drei Dingen, die du gerade wahrgenommen hast. Die Liebe, die Geborgenheit, die Leichtigkeit, die Freude, der Frieden, was auch immer. Also diese drei Emotionen. Stell dir einfach vor, wie du dem, was du gerade anschaust, diese Energien gibst. Damit machst du Folgendes. Jedes Mal, wenn du zum Beispiel dir ein Bild ausgesucht hast in deiner Wohnung, jedes Mal, wenn du ab jetzt an diesem Bild vorbeigehst, fütterst du, auch wenn du nicht daran denkst, dein Unbewusstes, dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein mit diesen Energien und wirst so an diesen Strom angebunden sein, ohne daran zu denken. Es darf leicht werden jetzt. Darf leicht sein. Was wäre, wenn es so einfach wäre? Und magst du jetzt mal, so einfach kann es ja nicht sein, dann würden das ja alle machen, mal auch wieder gleich zurückschicken, weil auch das ist nur eine interessante Ansicht, die wir übernommen haben. Man hat uns nirgendwo beigebracht, dass es auch einfach sein kann. Dass das Leben leicht sein darf, dass es leicht gehen darf. Dass wir die Schöpfer unserer eigenen Lebenswirklichkeit sind. Dass wir selbst uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Dass das Leben ein Wunschkonzert ist. Dass wir jederzeit mit dem Universum, mit unserer Seele sprechen können und jederzeit
ganz präzise bestellen können, was wir wirklich gerne möchten. Warum ist das so? Wir alle unterliegen den Naturgesetzen. Auch wenn man jetzt gerade im Außen glaubt, oh mein Gott, was geht da ab? Ja, wir alle kommen aus dem Licht und aus der Liebe. Und die Essenz von jedem von uns, also auch deine Essenz, ist Liebe. Und wenn du in deiner Liebe bist, bist du automatisch auch nicht mehr verfügbar für das Alte, was bis gestern war, was du vor ein paar Minuten noch losgelassen hast. Licht und Liebe werden immer siegen. Wo Licht ist, hat Schatten keine Chance. Und wo Liebe ist, haben auch Unwahrheiten keine Chance. Wie viel mehr kannst du die tiefe Weisheit jetzt in dir ans Licht bringen? Wie viel mehr kannst du dir jetzt erlauben, die Essenz deiner selbst zu sein, das zu machen, was dir wirklich entspricht, dem Plan deiner Seele zu folgen, dem Plan zu entdecken, dem Ruf deiner Seele zu folgen, ohne weiter dir Geschichten zu erzählen, dass es jetzt nicht geht oder du noch warten musst oder was auch immer. Ich mag gar keine Geschichten wiederholen, um nicht noch was in dein Bewusstsein zu lassen, was bis eben noch gar nicht mehr drin war. Wie viel mehr kannst du dir jetzt erlauben, wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen? Ach, ihr Lieben, schreibt mir mal gern rein, hinterlasst mir gern mal einen Kommentar, wie es dir geht. Ich schaue mal gerade, ob ich hier auf meinem Handy die Kommentare sehen kann. Wir sind alles mit dabei. Anja ist mit dabei, Melanie ist mit dabei. Hallo Melanie, hallo Anja, Diana. Hallo Hilke, schön dich auch zu sehen. Wow, ihr Lieben. Hinterlasst mir gerne noch einen Kommentar, wie es dir geht, wie es dir ging. Und wenn du wirklich in diesem Jahr hier dein Leben selbst in die Hand nehmen möchtest, dich verabschieden möchtest von den, ja, Themen, wirklich, die dir nicht mehr dienlich sind, die du dich wirklich auf deinen Weg begeben möchtest. Da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Es ist so viel mehr für dich möglich, als das, was du bis eben für möglich hältst. Dann darf ich dich dazu einladen, dir zu erlauben, zumindest mal ein kostenfreies Erstgespräch, ein kostenfreies, es ist kein Erstgespräch, es ist ein Beratungsgespräch, in dem du übrigens nichts kaufen kannst. Du kannst in diesem Beratungsgespräch nichts kaufen. Selbst wenn du was kaufen willst, du kannst nichts kaufen in dem Gespräch. Wir schauen da einfach nur mal gemeinsam hin, wo du gerade stehst, wo du 2022 hin möchtest. Du bekommst Impulse und Ideen und Anregungen dazu. Und wenn du möchtest, dann kann gerne auch ein zweites Gespräch verabredet werden, wo wir dir dann auch gerne ein Angebot machen, wie wir dich in der Akademie begleiten können, damit du wirklich dieses Jahr rauskommst aus der Box, rauskommst aus diesem kleinen, ja, ich nenne es mal Briefmarkenleben, sondern wirklich deine wahre Größe, Kraft und Stärke da ankommst. Deine Botschaft mit der Welt, mit was auch immer es ist, teilen kannst. Weil das ist die jetzige Zeitqualität, die wir haben. Das ist das, was im Außen sich so seltsam, unangenehm und heftig anfühlt, mal mehr, mal weniger. Darin liegt das Geschenk für dich,
in deine wahre Größe zu gehen. Ich poste den Link in die Kommentare. Wie gesagt, es ist nur ein Beratungsgespräch, plan etwa 20 Minuten ein und du bekommst auf dich zugeschnitten ein paar Impulse, Aspekte, die du 2022 wirklich alles das erreichen kannst, was du bis eben vielleicht noch gar nicht für möglich hältst, was noch gar nicht in deiner Welt ist, da ist so viel mehr möglich und du kannst nichts kaufen, wenn du was kaufen möchtest, wenn du dich dazu entscheiden möchtest, wirklich in die Akademie zu kommen, dich begleiten zu lassen, dann verabreden wir eben nochmal ein zweites Gespräch. Da braucht es auch ein bisschen mehr Zeit dazu, um dann nochmal näher hinzuschauen, weil diese Beratung findet am Telefon statt. Okay? Hab noch einen schönen Tag und ja, hinterlass gerne noch einen Kommentar, wie diese kleine Führung zu deinem wahren Selbst war. Ich freue mich darüber. Bis dahin. Ciao, ciao.